Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Mad Max. Ich bin Marv und wie ihr seht, ich habe 1287 Schrottteile und es ist jetzt erstmal wieder Zeit, hier Max ein bisschen abzugraden. Und ich mache den Querstrebenbeinschutz gleich mal am Anfang. Bisschen weniger Schaden nehme. Munitionsgürtel. Na, dann nehme ich gleich noch ein bisschen mehr Patronen mit, das ist auch nicht verkehrt. Dann vom Aussehen her, kurze Haare mit Bart und Schutzbrille. Ja, ist doch was. Schrotflinte kann ich nicht mehr upgraden, da bin ich schon soweit. Fertigkeiten oder Werkzeuge. Werkzeuge habe ich alle. Bei den Fertigkeiten kann ich wieder einige neue dazu nehmen. Das sind echt wieder einige hier. Meister Nahkampf, erhalte die Fertigkeit Umkehr zum Freischalten. Schildbrecher, ein mächtiger Angriff, der gegnerische Schilde zerschmettern kann. Das wäre schon gar nicht schlecht. Messergriffflucht, benutze ein Messer, um dich zu befreien, wenn du umklammert wirst. Wandmesserexekution, Nahkampfmesser, Umkehr. Eine Umkehraktion, die den Angreifer nach einer perfekten Parade entwaffnet. So, und dann bekomme ich Meister Nahkampfumkehr, Nahkampfwaffenumkehr auch nach einer normalen Parade. Wäre auch nicht schlecht. Aber das ist natürlich schon wieder ganz schön viel, was man da jetzt für ausgeben muss. Aber es wird immer schwieriger jetzt langsam. Ich zeige euch gleich, ich habe noch ein bisschen was gemacht und habe schon gesehen, was dann auch alles auf uns zukommt. Das wird nicht, wirklich nicht einfacher bei uns. Also von daher nehme ich das jetzt einfach mal. So, dann haben wir noch in der Werkstatt. Ich habe bisher nur die Harpune ein bisschen ausgebaut. Also, dass wir jetzt den Stoßstangenaufsatz haben. Den fliegenden Hakenaufsatz, den kann ich leider noch nicht. Da fehlen mir jetzt noch die Schrottteile zu. Viel kann ich jetzt also nicht machen. Aber wir könnten. So. Hauptanhebung könnte ich schon mal machen. Zwerganhebung, Hauptanhebung. Das ist Aufhängungshöhe, den Schutz des Fahrzeuggestells. Ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. So, soweit, so gut. Lackierung habe ich nur noch die Standardteile. Verzierungen. Den neu. Schlachtenbrandmal. Also es wird nicht unbedingt schöner, das Auto. Muss man leider mal so sagen. Legend. So, und ihr seht schon, das Lager habe ich jetzt ein bisschen aufgewertet. Ich habe hier 500 Schrottteile investiert. Die Putzcrew habe ich installiert für Jeets Gebiet. Und die Ölkanister, warte mal, da oben, den sieht man da ganz gut. Die Putzcrew ist irgendwo da hinten drin. Die sammelt dann so ein bisschen Schrott für mich. Das ist gar nicht verkehrt. Das ist so aktuell der Stand quasi. So, die Karte zeige ich euch jetzt mal. Das ist quasi das ganze Gebiet und ich war jetzt in jedem dieser Gebiete und habe diesen Ballon besucht quasi, um zu sehen, was da so ist. Das einzige Gebiet, in dem ich noch nicht war, ist hier oben. Deep Fryer Gebiet und hier hinten auch noch nicht. In der Wüste. Aber ich habe gedacht, das mache ich vielleicht, wenn ich ein bisschen höher vom Level bin. Gibt es halt noch einen Haufen Nebenmissionen, die man noch so machen kann, um die Bedrohung quasi in Jeets Gebiet noch ein bisschen zu verändern. Ich habe mir überlegt, dass ich diese ganzen Lager und die Minengeschichten, das mache ich vielleicht einmal, dass ihr das auch seht, wie das ist. Aber jetzt hier die Vogelscheuchen oder die Sniper oder solche Geschichten, dass ich die dann einfach selber irgendwann einfach mal mache. Nebenbei, wenn ich es dann irgendwie gerade zeitlich schaffe und dann geht das ganz gut. Die Top-Dog-Lager werde ich bestimmt zeigen.
weil die dann doch sehr actionreich sind. Diese normalen Gaslager hier, so wie der hier zum Beispiel, dieses Transferlager, das bringt nicht so wahnsinnig viel. Es ist auch nicht so wahnsinnig abwechslungsreich da, was da halt passiert. Das ist, ich habe da jetzt schon einige von gemacht und der große Unterschied wird da jetzt quasi nicht zu sehen sein. Die Rennen mache ich natürlich noch einzeln, das passt ganz gut. Ja, und jetzt geht es darum, zu Pink Eye zu gehen. Das ist die nächste Quest. Schau mal, was die beseitige Bedrohung. Nein, ich möchte jetzt mal schauen. Biografie. Konnte man nicht irgendwo die Aufgaben sehen? Legende, Sammelstücke. Oh, hier sieht man das ganz gut. Ich habe 13 Griffer-Abzeichen. Und die muss ich dringend auch noch aufbrauchen. So, und da unten ist Griffer. Dann fahren wir da jetzt als erstes hin. Durch das Besiegen der Top-Dog-Lager kann ich, glaube ich, auch andere Farben fürs Auto freischalten. Wie gesagt, das mache ich dann wahrscheinlich einfach mal ohne Aufnahme. Weil so der große Knüller ist das ja jetzt und leider nicht. Wir haben das jetzt schon quasi bis zur Unendlichkeit gemacht hier. Und bevor das irgendwie langweilig wird, die Geschichte dauert ja eh noch ein bisschen. Also ich habe jetzt 30 Folgen quasi irgendwas gemacht. Aber die Geschichte ist noch nicht so weit vorangeschritten, wie sie hätte sein können. Von daher kümmern wir uns jetzt erstmal darum vor allem. Da jetzt ein bisschen mit der Story weiterkommen. Und mal 13 Griffer-Punkte ausgeben. Kann nicht sein, dass ich die alle nur aufhebe und dafür gar nichts bekomme. Hallo? Tell me about the ones you leave dead by the road. All the lives choked out. Not my choice to kill. You seem to enjoy it. Never. You don't fear killing because you think you control it. You tell yourself such. Blood is not on your hands, but on theirs. Perhaps it's not the killing you enjoy, but the moments of silence the fighting brings you. So, 13 Abzeichen. Langsam habe ich festgestellt, wird es problematisch mit dem ganzen Benzin. Weil, also die ganzen Ballons, die ich quasi besucht habe, brauchten irgendwann wieder Sprit. Und das habe ich nur bekommen, indem ich die mein Spritkanister quasi, die ich habe, dafür aufgebraucht habe. So. Bootmodus. Waffen. Stoffumbau. Da mache ich jetzt noch ein paar. Mehr Schaden durch Waffen. Waffenfertigkeit. Überall was drin. Ja. So. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Da kommen wir jetzt wieder recht weit mit. So, ihr seht schon, das Wasser geht zur Neige. Das ist quasi eins der nächsten Sachen, die ich jetzt machen muss, mir wieder was Neues zu trinken zu besorgen. Achso, schau mal an, da ist doch auch gleich was. Einer von euch hat gefragt, warum ich denn immer querfeldein fahre. Bin ich nicht schneller, wenn ich auf der Straße fahre? Ja, bin ich. Wäre ich. Würde ich das immer machen, wäre ich das. Aber ich habe nicht immer so Lust dazu. Ich war gern irgendwo so da, wo ich gerade Bock drauf habe.
Aber das Auto wäre natürlich sehr viel schneller, wenn ich nur auf der Straße fahren würde. Das ist richtig. See the munching maggots? Keep an eye out. No surprises. Offensichtlich war ich ja schon mal und habe die erledigt, dadurch ist es kein Problem. Ich muss jetzt immer mal schauen. 60% Bonuswasser ist nicht verkehrt. Ob ich jetzt hier irgendwo noch so einen Tank finde, den zum Beispiel. Wie gesagt, die werden nach und nach immer mehr wert. Das wird uns dann später noch auffallen, genauso wie mit dem Wasser. Did you hear that? So, und jetzt muss ich zu Pink Eye. Und wir machen eine Schnellreise. Dafür habe ich die ja alle freigeschaltet quasi, dass wir das dann auch nutzen können. Guten Flug, würde ich mal sagen. So, hier muss ich noch alles einsammeln, weil solange ich nicht in Jeets Hoheitsgebiet bin, sammeln die quasi die Sachen nicht für mich ein. Ein bisschen blöd, aber dafür wird man quasi angehalten, diese ganzen kleinen Lager hier, die hier überall sind, aufzusuchen, damit man da halt auch die ganzen Sachen einsammelt. Um dann quasi solche kleinen Vorteile einfach zu haben, die man dann nutzen kann. Ganzer Haufen Konvoi. So wie es aussieht, hat die ihre Basis in einem alten Atombunker gebaut. Shit. Diese Buzzards, ihr seht schon, die machen so viel Schaden. Aussteigen. Vielleicht kann ich sie im Nahkampf erledigen. Weil den anderen scheint es erwischt zu haben. Will der jetzt fliehen? Villa. Dann geht's weiter zum großen Tor. Und da merkt man jetzt quasi, dass der Magnum Opus noch nicht so wahnsinnig gut ausgerüstet ist. Ich brauche irgendwie noch eine stärkere Hülle und sowas. Das ist alles noch irgendwie nicht noch vor uns. Hello? Smoke rises. Roots have descended. Cannon, piston. We must make our presence felt. No. There's no reason to risk our skin here. If Pink Eye should die. We'll use the gear that's in there. Your fabled fingers are nimble enough. My fingers won't fail me, Saint. But these defilers, the very same ones that destroyed my sanctum. Saint, summon into mind the horrors they brought. They will do the very same here. And they will leave no sacred tools. They'll burn what they can't carry. And they break what they cannot burn. Then let's go. Yes. Fire and brimstone! They're reducing the Pink Eye Sanctum to rubble! Tja. Da geht's jetzt gleich ziemlich ab bei Pink Eye in der Festung. Ihr seht schon. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge, wie das ist.
Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Mad Max mit Marv. Bis dahin, Servus.